Low Poly Dreams, Goblins Publishing, Lucky Studios. Damit willkommen zum Angedeihen von Oaken, einem Spiel, das ich mal wieder vom Entwickler bekommen habe und mir dachte so, ach ja, ne, kann man ja mal vielleicht irgendwie hier spielen und mal andaddeln. Ich guck mal ganz kurz in die Settings rein, was es hier so gibt. Bezüglich auch, vielleicht gibt es hier eine andere Sprache. Guck mal, da gibt es Deutsch. Das macht das Ganze immer einfacher. Grafikqualität hoch, das wird schon. Gut lesbare Schrift, demnächst verfügbar. Das Ganze ist noch Early Access. Und, ja, mal gucken. Wird schon. Vielleicht. Eventuell. Okay. Wir starten ein neues Spiel. Das Erblühen. Als Lady endlich erwacht, ist sie von aggressiven Geistern umgeben. Glücklicherweise ist der Pfadfinder da, um ihr zu helfen. Ziele. Besiege alle Gegner. Wach auf. Lady, du hast sehr lange geschlafen. Alles, was du kennst, war ein Traum. Und das hier ist unsere wahre Welt. Leider geht es ihr nicht besonders gut. Was? Jedenfalls werde ich der Pfadfinder genannt. Und ich bin hier, um zu helfen. Lady, schläfst du wieder ein? Ja, kann sein. Nur noch ein wenig länger, ja? Hast du die wilden Tiere nicht bemerkt, die uns anstarren? Was für wilde Tiere? Kann das hier nochmal abspielen? Ah, okay. Dann start. Besiege alle Gegner. Wir müssen diese wilden Geister besiegen. Okay. Das ist Lady, deine Heldin und dein Avatar. Wie bei allen anderen Einheiten sind deine Werte Angriff und Leben. Du verlierst, wenn dein Leben auf Null fällt. Ja, okay. Einheiten können sich einmal pro Runde bewegen und dabei ihre Blickrichtung festlegen. Einheiten können außerdem einmal pro Runde angreifen, sich aber anschließend nicht mehr bewegen. Also wir haben quasi Einzug. Okay. Jede Einheit besitzt einen Frontbereich, der die mögliche Angriffsrichtung anzeigt. Achte darauf, dass dein Rücken nicht schutzlos ist. Angegriffene Einheiten führen einen Gegenangriff durch. Es sei denn, der Angriff erfolgt von hinten. Von hinten. Unglücklicherweise sind deine Gegner beschleunigt, sodass sie eine zusätzliche Bewegung haben. Das heißt, wir spielen hier die erste Runde und der Gegner schummelt schon. Nein, es schummelt nicht, das ist ein Feature. Bewege dich auf eines der markierten Felder und drehe dich zu einem Gegner. Du kannst eine Aktion per rechte Mausklick abbrechen. Okay. Oh. Du solltest eine Bewegung rückgängig machen, da du keinen Gegner angreifen kannst. Okay. Dann bewegen wir uns halt ein. Ich habe halt einfach nur geklickt, das war halt verkehrt. So. Ich möchte dahin. Danke. Würdest die Bewegung rückgängig machen, da du keinen Gegner angreifen kannst? Ja, aber das kann ich doch dann auch immer noch nicht. Hä? Ach so, ach, weil ich dann auch die Blickrichtung... Ah, okay, das heißt, bewegt sich und dann auch noch die Blickrichtung dabei ändern. Okay. Diese Karte ist ein Zauber. Wirke ihn auf ein Ziel in deiner Sichtlinie. Die Sichtlinie verläuft drei Felder nach vorne und wird durch nicht verbündete Einheiten und Objekte blockiert. Okay. Also machen wir das mal da drauf. Und machen vier Schaden. Volltreffer. Der Einsatz von Karten und Fähigkeiten verbraucht dein Lumi. Oh. Aber es wird jede Runde aufgefrischt. Du kannst in dieser Runde nichts mehr tun und es wird Zeit, sie zu beenden. Okay. Jetzt geht es in die Offensive. Greife einen Gegner in deinem Frontbereich an. Du kannst jederzeit rückgängig wählen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Okay. Sehr gut. Bringen wir es jetzt zu Ende. Schwöre mich direkt benachbart zu einem Gegner, dann schicke ich ihn dorthin zurück, wohin gehört. Okay. Also den kriegst du dahin, ja? Du kannst Einheiten auf Felder in der Nähe beschwören, bis zu zwei Felder entfernt. Siege die verbleibenden Gegner mit Hilfe des Pfadfinders. Also einmal hier. Sieg. Okay. Da du zum ersten Mal hier bist, werde ich dich ein wenig herumführen. Über Berichten kannst du uns jederzeit eine Rückmeldung geben.
Das hier ist die Weltkarte. Hier kannst du deine Reise die Eiche hinab verfolgen. Okay. Die wilden Geister scheinen aufzuholen, denn den Rest erzähle ich dir später. Jetzt verschwinden wir lieber. Okay, also ab ins nächste Level. Der verrückte Wald. Ein freundlicher Geist scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Besiege alle Gegner, beschütze den verängstigten Fuchs. Hör zu, wir müssen ein paar Regeln festlegen, wenn du mir folgst. Zuerst einmal solltest du wissen, dass selbst die friedlichsten Geister verrückt spielen. Okay. Oh. Wir müssen vorsichtig sein, du solltest niemandem... Oh, sieh mal, da ist ein Fuchs, wie süß, bin gleich wieder da. Oh. Vertrauen. Ja, ja, du solltest niemandem vertrauen, hat ja gut geklappt. Oh, der Fuchs ist aber süß. Deiner Fuchs. Ein wilder Kugeling. Das sieht nicht gut aus. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Wir müssen standhalten und alle Gegner besiegen. Okay. In der Vorschau einer Einheit werden ihre Fähigkeiten angezeigt. Du findest alle relevanten Spielbegriffe im Glossar und kannst die Tooltips im Menü deaktivieren. Ja, gut. Okay. Diese Einheit gehört dir nicht. Aber der kleine Fuchs gehört mir auch nicht. Lebewohl verursacht Schaden 1 bei benachbarten Einheiten. Okay. Grube beschwört Gegner. Okay. Weißt du, ich muss auf den gehen? Nein. Wir können einen Pirscher beschwören. Und durch Bohren wirken. Macht 4 Schaden. Und der besitzt +1/+1 auf grünem Feld. Weil es gibt dann später hier unterschiedliche Farben von Feldern. Hm. Okay. Dahin packe. Ah, mach mal in diese Sichtrichtung da. So. Schon Einheiten können nicht im selben Zug angreifen. Okay. Gehen wir dahin und hoffen auf das Beste und beenden erstmal unsere Runde. Hey. Gruben beschwören feindselige Geister auf benachbarten Feldern. Wenn diese Felder blockiert sind, erscheinen sie weiter entfernt. Oh, okay. Wieso kann ich jetzt nicht angreifen? Ja, glaube ich, habe das Spiel noch nicht so hundertprozentig verstanden. So, du gehst dahin. Du holst den Keks. Kann das hier theoretisch noch wirken? Da. Dann ist das halt einfach weg. Das geht nicht. Also sie kann nicht angreifen. Oder es liegt daran, in welche Richtung sie schaut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Belohnung. Fleißige Irrwisch. Okay. Tja, wer hätte gedacht, dass Fuchs einen Irrwisch fangen würde? Lass uns dein Inventar öffnen und ihn benutzen. Okay, Deck. Dies ist ein Deck. Es enthält alle Karten, die du im laufenden Spiel gesammelt hast. In Kämpfen ziehst du zu Beginn deiner Runde so lange nach, bis du insgesamt 4 Karten auf der Hand hast. Hier kannst du dein Inventar verwalten und deine Karten verbessern. Außerdem kannst du dir hier deine Geister in ihrer ganzen dreidimensionalen Pracht in einer Vorschau ansehen. Du kannst jetzt diesen Irrwisch... Was? Du hast jetzt diesen Irrwisch. Zieh ihn auf einen Geist, um ihm eine neue Fähigkeit, einen zusätzlichen Angriff oder Leben zu verleihen. Okay. Dann mach das mal auf den Pirscher. Okay, gerade noch rechtzeitig. Ich rieche schon wilde Geister hinter uns. Ja, aber ich wollte hier nochmal in Ruhe gucken, weil es gibt hier später noch Herstellen, Vorschau. Aber die haben das tatsächlich hier... Alles nochmal in hübsch gemacht. Das sind ja halt die Spielfiguren, ne? Aber trotzdem.
Ganz hübsch. Kann man mal machen. So. Der erste Anblick der Verdunkelung. Gibt es einen Weg, ihre Ausbreitung zu verhindern? Ziele. Reinige das feindliche Gebiet. Umgebung Dämmerlingseinfluss. Gegner auf Lila haben plus 1 und plus 1. Herr Pfadfinder, diese Geister, warum sind die so? Was? Sie können die Stimme nicht mehr hören, deshalb werden sie gefährlich wild. Was heißt das? Du hast keine Ahnung, oder? Lady ist tatsächlich völlig ahnungslos. Dann will ich es dir erklären. Die Stimme verleiht uns unsere Form und erinnert uns daran, was? Eine Art zeitloser Zauber, der als Eichenlied bekannt ist. Jetzt ist das Lied verstummt und die meisten Geister irren ziellos umher. Ich glaube, ich kenne die Ursache für dieses Chaos und ich glaube, dass du mir helfen kannst, es wieder in Ordnung zu bringen. Na, da ist aber jemand optimistisch. Um voranzukommen, müssen wir die verdunkelten Felder reinigen. Beachte, dass es in jedem Level unterschiedliche Ziele gibt, weshalb wir diesmal nicht alle Gegner besiegen müssen. Kannst jetzt die Fähigkeiten zugreifen, auf die Fähigkeiten zugreifen? Die kosten ein Lumi und können einmal pro Runde eingesetzt werden. Behalte immer die Umgebungsregeln im Auge. Sie können starken Einfluss darauf haben, wie du an ein Level herangehen musst. Setze deine neuen Fähigkeiten und den Setzling ein, um das gegnerische Terrain zurückzuerobern. Okay, das ist jetzt was. Okay. Ja, okay, damit reinigen wir vielleicht das Gebiet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? So. Provoziert. Ist ja toll. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. So, aber wir können uns noch bewegen. Nehmen wir was? Runekraft tritt darauf, um aufgeladen zu werden. Die Gegner durch Angriffe weg, wird nach dem Angriff entfernt. Das Rune-Schnelligkeit hat eine zusätzliche Bewegung, wird nach dem Bewegen entfernt. Okay. Okay. Ziel ist nicht in deiner Sichtlinie. Ah, okay. Dann nicht. So. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Alles geil, kann ich. Da drauf beschwören, aber es bringt wahrscheinlich nicht viel, ne? Ja, dadurch wird es halt nicht gereinigt. Okay. Komm auf dich hier. Wir haben zwei Angriff, das heißt, wir können damit auch ihn hier töten. Oder auch nicht. Aber er ist in Sichtlinie. Das Ziel ist nicht in der Sichtlinie, ne? Ach so, weil wir... Okay. Jetzt aber. Feld gereinigt. Müssen wir nur das Feld hier oben reinigen. Wo kriegen wir ihn? Da. Da kommen noch mehr. Lauf weg. Ich lenke sie ab. Wir treffen uns bei der Eichenbrücke. Verstanden? Eichenrücken, verstanden. Was? Ein Eichenbrü... Egal. Ich will dich schon, lauf jetzt. Auf zum Eichenrücken. Yay, Eichenrücken. Oh, was jetzt? Achso. Das Spiel hat sich einfach nur mal minimiert. Okay, es ist halt noch Early Access. Da kann das passieren. Ich glaube, wir haben sie abgeschüttet, Herr Pfadfinder. Hat uns ein seltsames Pulver gegeben. Mal sehen, wozu es gut ist. Okay.
Oh, wo soll ich denn jetzt klicken? Hä? Da. Lumi-Stopp erhältst du, indem du in Kämpfen Ziellevel erreichst und Lumi-Kristalle sammelst. Du kannst verbessern, wie auswählen, damit die Stufe deiner Geister zu steigern. Okay. Also wenn wir das auf dem machen, dann hat er eine höhere Stufe. Oder halt auch einen Wuchs. Minus 12, was auch immer. Was sind das für Dinger? Wir haben es einmal erhöht. Was ist das hier? Elite. Gewinne einen schweren Kampf, um ein Schmuckstück zu erhalten. Ein besonders starker Gegner versperrt den Weg. Ziele, besiege den Gegner schnell. Wir sind jetzt wohl auf uns allein gestellt. Wo ist denn dieser Eichenrücken? Keuchend deutet der Fuchs auf die sich nähernde Gestalt. Oh nein, hoffentlich sind diese Geister freundlich gesinnt. Eine anmutige und verärgerte Gestalt springt von einem nahen Blätterdach herunter. Du Sprössling, was machst du hier? Versteck dich hinter mir. Hier kannst du nicht bleiben. Okay. Diese Einheit ist ein gegnerischer Held, der Karten einsetzen kann, wie du. Und um es noch schlimmer zu machen, er ist zudem stumm und bewirkt Erschöpfung, wenn er Schaden verursacht. Okay. Erschöpfung bleibt zwischen Kämpfen bestehen und reduziert das maximale Leben von Einheiten. Aber keine Sorge, am Ende dieses Kapitels wird sie wieder entfernt. Zum Glück hast du jetzt einen Begleiter, einen mächtigen Geist, der auf deiner Reise an deiner Seite bleibt und dir ein einzigartiges Schmuckstück sowie eine Fähigkeit vermacht. Schmuckstücke sind seltene Gegenstände, die sowohl dich als auch deine Einheiten mit passiven Fähigkeiten verstärken. Setze ein, was du gelernt hast, um den leeren Gegner mit Ayas Hilfe zu besiegen. Okay. Gegner auf grünen Feldern erleiden Schaden am Ende deines Zuges. Okay. Genau dahin und in die Richtung gucken. Dann können wir den hier vielleicht sogar direkt dann auch erledigen. Okay. Gehen wir da drauf. Du bist ja in der Sichtlinie. Bist du schon mal Schaden? Mehr kann ich in der Richtung nicht machen. Ich kann höchstens noch angreifen. Okay. So, machen wir den hier in die Richtung. Das dazu. Und du angreifen. Ja, das war's. Weil der kriegt den Schaden, weil er auf so ein grünes Feld war. Danke, Tantchen. Tantchen? Da ist Aya. Oh, nicht. Moment. Bist du nicht Lady? Beim Eichenlied, du bist es. Ich habe dich überall gesucht. Okay. So, deine Belohnung Lumi-Kugel. Gewisch. Nutze ein, um einen Zauber zu verbessern. Oder zwei, um eine Fähigkeit zu verbessern. Gut gemacht, Sprössling. Und jetzt gebe ich dir noch ein paar Tipps. Aber behalte die Erschöpfung im Auge. Wenn das maximale Leben einer Einheit auf Null fällt, ist sie verbraucht und wird für das restliche Kapitel aus deinem Deck entfernt. Erschöpfung? Zum Glück kannst du erschöpfte und verbrauchte Einheiten heilen, indem du Heilen auswählst und Lumi-Staub ausgibst. Probier es jetzt einmal aus. Ah, okay. Und wo sehe ich jetzt, wie viel Erschöpfung der hervor hatte? Nicht schlecht. Dieser verdunkelte Geist hat eine Lumi-Kugel hinterlassen. Versuchen wir, einen Zauber damit zu verbessern. Okay. Dann wird halt Entzug. Entzug erhält so viel Leben zurück, wie Schaden durch einen Zauber verursacht wurde. Schiebe das Ziel oder verursache zusätzlichen Schaden, wenn es festgehalten oder gelähmt wird. Ziel wird festgehalten. Wir machen Entzug. Du hast es raus, Sprössling. Du kannst außerdem nicht
gewollte Karten mit Zerstören entfernen, aber im Augenblick ist das nicht nötig. Kehren wir zur Karte zurück. Okay. Ich bin vielleicht noch nicht fertig mit gucken. Heißt, wir werden jetzt hier... Nee, das ist Lumi-Staub. Warte, Deck. Wo sehe ich denn die Erschöpfung? Muss ich nicht verstehen, ne? Hm. Na gut. Was haben wir denn hier? Du hast einen neuen Begleiter freigeschaltet. Ah ja. Ah ja. Okay. Weißt du, ich kann jetzt wechseln? Okay. Ich will einen Helden. Ja, den geht ja noch nicht. Aber ist nett, dass ich hier so einen Bildschirm dafür habe. Warum auch nicht? Die Eichenkrone, Kapitel 1. Kann ich auswählen, wo ich anfangen will? Ereignis, triff eine Entscheidung, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Oder Begegnung, gewinne einen leichten Kampf, um einen Irwisch oder eine Lumi-Kugel zu erhalten. Dann kommen wir so oder so hier auf den Kampf oder halt ein Ereignis. Da machen wir eine Begegnung. Mal schauen. Überlebe bis Runde 4. Das wäre ein großartiger Fund, so viel Lumi statt verdunkeltem Boden zu sehen. Das ist richtig erfrischend. Und so viele Lumi-Kristalle wie möglich. Überlebe bis Runde 4. Oh, okay. Zu Beginn jedes Kampfes kannst du gezogene Karten ersetzen. Im weiteren Kampfverlauf kannst du jede Runde eine Karte abwerfen, indem du sie ins Deck zurücklegst. Wähle die Deck-Taste, um deine verbleibenden Karten im Deck zu überprüfen. Okay. Erstmal. Was? Die Karten nach zum Nachziehen. Ach so. Ja, okay. Gut. Habe ich vergeigt. Aber ist nicht schlimm. Was haben wir jetzt hier für Dingens? Lebenshau. Stelle Leben 2 bei dir selbst oder einer benachbarten Einheit wieder her. Stechende Dorn. Verursache Schaden bei einem Gegner in deiner Sichtlinie. Oder halt erzeuge ein grünes Feld. Okay. Dann machen wir das. Und wir gehen in diese Richtung. Dann kann ich jetzt noch einmal Schaden machen. Ach so. Ja. Dann mal ein grünes Feld. Dieses Feld gehört dir nicht. Ah ja. Gut. Was soll denn das jetzt, hä? Ist toll, ja? Schauen wir mal dich. Durch dahin. Hin. Dann noch ein Beschwören. Und dann kann ich mich nicht mehr groß bewegen, weil wegen ist so. Oder halt, ich greife ihn direkt an. Und du auch. Dann kommt jetzt auch kein weiterer Gegner und wir können einfach nur das Zeug einsammeln. Sieht doch richtig, ne? Diese Karte wurde schon einmal eingesetzt und ist jetzt instabil. Wenn du sie erneut in diesen Kampf einsetzt, wird sie verbraucht und für den Rest des Kapitels aus deinem Deck entfernt. Okay. Hallo, sollst du da hin? Können wir dich noch beschwören? Hallo? Wir können dich beschwören. Weil ich keinen Pfeil ausgewählt habe, oder was? Das ist ein bisschen fremdlich. Oh gut. Spiel das am Zug, weil sonst ist ja keiner mehr da. Okay. Einmal habe ich natürlich nicht mitgekriegt, aber ist nicht schlimm. Gut. Wähle deine Belohnung. Mutige Irwisch. Feldstärke. Beschützender Irwisch, Verteidiger, verdrehter Irwisch. Lebe wohl bewirkt festgehalten beim Angreifer. Oh, klingt gut. Okay, dann gehen wir mal auf so ein Feld.
tanzende Lichter. Ein seltener Anblick. Es sind zu viele Ringe, umherwirbelnde Irrwische zu sehen, um sie alle zu zählen. Dieses Ereignis wird Lichtertanz genannt. Und seit die Geister die Eiche bewohnen, hat er die Verdunkelung ferngehalten. Tanz eine Weile lang mit, wähle ein Irrwisch aus und erhalte Lumistaub. Du drehst dich und singst gemeinsam mit den Irrwischen. Werde erschöpft 2, um 2 Irrwische auszuwählen und Lumistaub 2 zu erhalten. Tanze die ganze Nacht hindurch, werde erschöpft 4, um 3 Irrwische und Lumistaub 10 zu erhalten. Okay. Gepriesen sei das Licht, denn die Verdunkelung wird noch eine Weile länger zurückhalten. Okay. So. Ungenutzte Irrwische und Lumikugeln. Ja, habe ich ein paar. So. Das Lilan ist meine Erschöpfung, ja. Mit 6 kann ich eine Erschöpfung heilen. Okay. Mach das mal. Da drauf. Den dahin. Und dich dahin. Achso. Nee, nicht ersetzen. Der hatte noch keines. Erkennt man wohl daran, dass hier oben die Farbe ausgefüllt oder nicht ausgefüllt ist. Okay. 12 Lumistaub kann ich natürlich hier auch noch Einheit verbessern. Aber da wird tatsächlich Erschöpfung da irgendwie heilen. Wichtiger. Aber wir behalten das erstmal bei. Angedeutet mache ich jetzt sowieso nicht mehr so lange. Begegnung. Gewinne leichten Kampf. Besiege alle Gegner, zerstöre alle verdunkelten Laternen. Verdunkelte Laternen locken wilde Geister an. Statt mit Lumi zu leuchten, strahlen sie Dunkelheit aus. Okay. Da ist die verdunkelte Laterne, ja. Okay. Ja, okay. Eine Karte zum Nachziehen, ich nehme die. Okay. Frage, wo will ich das hinpacken? Ich meine, der von hinten kann ja nicht angreifen, der hat ja keine Angriffspunkte. Also wir machen das in diese Richtung. Greifen den hier direkt an. So, und dann hatten wir hier Ursache 1 Schaden. Ich weiß, dass diese Einheit mir nicht gehört. So. Regeneration regeneriert Leben zu Beginn des Zugs. Wird nach Auslösen verringert. Okay. Okay. Stellen wir den mal dahin. Du greifst den an. Wie ist nicht? So, weil es nicht in Richtung ist, ja. Bitte warten. Oh, ist zu viel, Mann. So, dann du das angreifen. Du das angreifen. Und du kannst das jetzt vernichten. Das da drauf ist noch nicht. Aber ist nicht so wild. So, wir können das noch machen. Ja. Besiege alle Gegner haben wir dann jetzt auch.
Aber hier kommt jetzt nichts mehr, oder? Ah, doch. Okay. Das ist nicht... So, für den Rest müssen wir warten. Wenn die Gruben keine Gegner mehr beschwören können, aktivieren sie stiller Nebel. Siege der verbliebenen Gegner schnell, und denn deine Einheiten werden zu Beginn jeder gegnerischen Runde erschöpft. Okay. Okay. Und nachdem man durchgestiegen ist, hat es ein interessantes System. Aber ist halt so ein bisschen friemelig, ne? Von denen so, ja, erstmal in die Richtung hindrehen, dann angreifen, statt dass sie es in einem Zug dann quasi machen, wenn du es dann quasi eh machen kannst. Du kannst ja dich umdrehen, dann angreifen. Du kannst dich nicht bewegen und dann angreifen, aber du kannst dich umdrehen und dann angreifen. Warum muss ich dann extra mich umdrehen und dann angreifen? Verstehe ich nicht ganz. Aber, naja. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier bis angedeutet genug reingeschaut in das Spiel Oaken. Und ja, dann sehen wir uns zum anderen angedeutet dann mal wieder. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.